Ich glaube, ich gar nicht so einfach. Es ist ein bisschen komplizierter dadurch, dass es jetzt schon so lange dauert. Sieht man ja, glaube ich, dass es eine Verletzung war, die nicht so ganz so harmlos war. Und ich denke aber, ich habe ihn jetzt heute Morgen auch nochmal gesehen, er ist auf einem guten Weg. Und ich denke, der Saisonstart ist keiner Weise in Gefahr.